Liebe Brüder und Schwestern, aller Heiligen, wir feiern heute die Vollendung jener Menschen, die dieses Ziel unseres Lebens erreicht haben, die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus, er möchte, dass auch wir diesen Weg zum Leben finden. Ja, Gott, der Vater im Himmel, er will ja alle seine Geschöpfe, alle seine Söhne und Töchter in seinem Haus versammeln, so wie es auch die liebenden irdischen Eltern tun, ersehnen für ihre Kinder, dass alle vereint sind in einem Haus, in einer einzigen Freude, in einer einzigen Gemeinschaft. Ja, wir haben einen Vater im Himmel, der sich um uns sorgt, der sich um uns kümmert, der uns alles gibt, was wir für dieses Leben, für dieses zeitliche Leben nötig haben. Der Vater schenkt uns seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus. Er schenkt uns in seinem Sohn die Erlösung, die Vergebung der Sünden, Anteil an seinem göttlichen Leben. Ja, wir haben dieses göttliche Leben empfangen. Schon in der Taufe wurde die Erbsünde getilgt, haben wir die heiligmachende Gnade empfangen, denn auch wir sind berufen zur Heiligkeit. Die Heiligkeit ist nicht etwas ganz weit weg, was ganz weit weg ist, sondern die Heiligkeit ist etwas, was auch uns möglich ist, was uns geschenkt ist, durch Jesus, durch seine Gnade, durch seinen Heiligen Geist, den wir schon in der Taufe empfangen haben. Wir sollen immer mehr aus dieser Kraft des Geistes Gottes leben. Es ist der Geist der Heiligkeit, der Geist des Vaters und des Sohnes. Und Jesus schenkt uns sein lebendiges Wort. Und dieses Wort Gottes ist wie ein Licht in der Nacht. Es leuchtet für uns. Es möchte uns den Weg zeigen. Gerade heute, in diesem Evangelium von den Seligpreisungen. Leuchtende, strahlende Lichter sind diese Worte Jesu heute für uns. Sie zeigen uns, wie wir dieses Ziel unseres Lebens erreichen und wie wir auf diesem Weg des Heils zuversichtlich voranschreiten können. Gerade in diesem Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat, sollen wir uns wieder neu bewusst werden, dass der Vater im Himmel uns Erbarmen schenkt und dass auch wir einander Barmherzigkeit erweisen sollen. Eine Seligpreisung, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig sind die, die trauern. Viele trauern gerade jetzt in diesen Tagen um einen lieben Verstorbenen. Aber sie werden getröstet. Ja, getröstet werden wir durch diese Verheißung Jesu, weil wir durch ihn ewiges Leben erlangen, weil er uns dieses ewige Leben schenkt, weil er für uns der Weg zum Vater sein möchte, in das Haus unseres Gottes. Und Maria, sie ist die Königin aller Heiligen. Sie lädt uns im Namen Gottes, im Namen ihres Sohnes Jesus ein, seinen Verheißungen zu vertrauen, wie sie auf dieses Wort Gottes zu hören, es immer besser im Leben zu verwirklichen, die Gebote Gottes zu halten. Und Jesus sagt ja, selig sind vor allem die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Kein Mensch hat dieses Wort Gottes besser gehört
tiefer in sich aufgenommen und besser verwirklicht als Maria, die Königin der Heiligen, unsere Fürsprecherin. Und deswegen schickt Gott uns gerade seine Mutter immer wieder hierher zu uns, in vielen Erscheinungsorten der Welt, weil sie als Mutter uns liebt. Sie ist ein Spiegel dieser Liebe Gottes zu uns. Sie lädt uns ein, dass wir dieses Ziel des Lebens nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns nicht so sehr in die irdischen Dinge, in diese materiellen Dinge verstricken sollen, dass wir uns nicht versklaven lassen sollen von dem Materiellen, vom Geld, vom Besitz, vom Streben nach irdischer Macht und Ansehen, nach irdischen Reichtümern. Sie lädt uns ein zu einem Perspektivenwechsel, dass wir wie sie alles aus der Perspektive Gottes betrachten, wie die Heiligen aus dieser Perspektive der Ewigkeit. So finden wir dann auch die richtige Wertigkeit, können auch die irdischen Dinge richtig einordnen. Im Blick auf die Ewigkeit können wir dann verstehen, was hat wirklich Wert. Was bleibt vor Gott? Was bleibt, wenn wir dieses irdische Leben beenden, wenn wir hinübergehen in die Ewigkeit? Welchen Wert haben die irdischen Dinge angesichts des Todes, angesichts dieser Richterschaft Gottes, dieser Rechenschaft, die wir vor Gott ablegen müssen? Am Ende wird der Herr uns vor allem nach unserer Liebe fragen. Nicht die Anzahl der Erfolge bringt uns den Lohn, sondern unser Lohn wird uns zugeteilt nach der Anzahl der Mühen, der Opfer, die wir darbringen, aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Es kommt nicht auf die Erfolge an, sondern auf die liebende Hingabe, die wir Gott schenken, auf diese Bereitschaft, einander in Liebe zu dienen. Der Himmel wartet auf uns, die Heiligen, unsere Brüder und Schwestern, die schon vollendet sind. Und der Herr möchte unseren Glauben stärken, dass wir Zeugen dieses Glaubens, unserer Hoffnung sein können. Maria kommt auch deswegen, weil sie weiß, dass wir oft so verblendet sind von den irdischen Dingen, von unseren alltäglichen Sorgen. Auch diese Sorgen und Mühen des Alltags haben Wert. Ja, alle Leiden, alle Krankheiten, alle Schmerzen haben Wert für die Ewigkeit, haben erlösende Macht, wenn wir sie mit Jesus, mit seinem Kreuzesopfer verbinden, wenn wir alles mit Jesus für das Heil der Welt aufopfern. Bitten wir den Herrn, dass er uns neu sein Licht schenkt, dass er uns erleuchtet, damit wir diesen Weg der Heiligkeit finden und das Ziel unseres Lebens erreichen durch die Fürsprache seiner Heiligen. Amen.